Herzlich willkommen im Mindener Museum. Mein Name ist Jutta Wachser. Ich bin seit nunmehr 33 Jahren im Sekretariat tätig. Heute möchte ich Ihnen mein Lieblingsobjekt vorstellen, den Goldschatz von Minden. Er befindet sich im Erkerkabinett des Hauses 23. Im Jahr 2008 entdeckte James Ward bei Umbau- und Sanierungsarbeiten in seinem neu erworbenen Haus in der nahegelegenen Brüderstraße 15 etwas völlig Unerwartetes. Im losen Untergrund fand er 37 seltene Goldgulden aus dem 15. und 16. Jahrhundert. In Minden sind schon häufiger Hortfunde, überwiegend mit Silbermünzen, entdeckt worden. Doch dieser Fund ist ein besonderer Schatz. Goldmünzen aus dieser Zeit sind in Westfalen sehr selten. Gold wurde hier kaum zu Münzen geprägt. Auf welchen Wegen gelangten die Goldgulden nach Minden? Wann und warum wurden sie vergraben? Und warum blieb der Schatz so lange unentdeckt? Ein weiterer Glücksfall. Der Finder meldete seinen Fund ordnungsgemäß der Denkmalbehörde der Stadt Minden. Dadurch konnte der Schatz wissenschaftlich ausgewertet werden. Doch trotz aller Forschungen werden einige Fragen wohl für immer unbeantwortet bleiben. Dank großzügiger Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und der Münzfreunde Minden und Umgebung e.V. gelang es, den spektakulären Goldschatz für das Mindener Museum zu erwerben. Die Frage, was die 37 Goldgulden heute wert wären, ist nicht einfach zu beantworten. Preise und Löhne aus Minden sind für das 15. und 16. Jahrhundert kaum bekannt. Nach einem unvollständigen Hauskataster aus den Jahren 1510 bis 1515 besaßen 573 Bürger rund 620 Häuser. Diese hatten einen Wert von 20 bis 1000 Gulden. Demnach hätte der Besitzer für seine Goldgulden ein einfaches Haus erwerben können. Ein Pfarrer erhielt im Jahr 1535 ein festes Gehalt von 20 Goldgulden. Dazu kamen weitere Gelder aus Gebühren, unter anderem für Trauungen und Sachleistungen, wie zum Beispiel Holz. Pastoren gehörten von ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung sicherlich zur höheren Mittelschicht. Wer in Minden Bier brauen wollte, musste sich die Berechtigung jährlich von der Stadt erkaufen. Kostete dieses Recht 1493 noch 10 Goldgulden, war der Preis bis 1539 auf 30 Goldgulden angestiegen. Diese wenigen Hinweise zeigen, dass der Münzschatz für die meisten Menschen sicherlich ein großes Vermögen darstellte. Gemessen am Wohlstand der reichen Kaufleute war es zumindest ein kleines.